Hallo Leute, ich habe ja den kleinen Mindtest-Server fertig gemacht und ich wollte einfach mal so zeigen, irgendwie, was damit so alles geht. Also wir haben hier eine kleine Farm, irgendwie, die ich irgendwie aufgebaut habe. Hier ist, wie man sieht, irgendwie, das ist Baumwolle, das ist normaler Weizen, das muss irgendwie innerhalb von drei Felder in der Nähe von Wasser sein, sonst geht das nicht. Das heißt, ich habe hier Wasser gepackt. Und das ist eine ganze Menge zum Abernten. Das selbst zu machen ist irgendwie eigentlich irgendwie ziemlich lausig. Deswegen habe ich mir da etwas gebastelt. Ich habe hier so einen kleinen Simple Robot, den zeige ich gleich. Diese anderen Sachen, die da liegen, sind dafür eigentlich nicht nötig, aber ich habe damit irgendwie halt ein bisschen experimentiert, bis es irgendwie alles hinhaute. Hier wird diese Kiste hier, wird das beinhalten, was ich nachher farmen werde. Momentan sind für Baumwolle und für Weizen die Saat da drin, drei Stück. Das ist, damit er die Saat auffüllen kann. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das ganze Ding funktioniert. Also dieses ganze Teil, ich zeige euch das einmal von oben. Da habe ich irgendwie ein bisschen Arbeit reingesteckt. Ich habe irgendwie so ein bisschen was gebastelt dafür. Das ist ursprünglich mal wie eine Öffnung gewesen zu einer so eine Öffnung hier, bloß ein bisschen größer. Die habe ich komplett beschlagnahmt für mein Haus und ihr seid eingeladen, um wie solche Sachen selbst zu machen. So, dann wollen wir mal gucken, wie denn der kleine Roboter funktioniert. Dafür gehen wir mal hier rüber und starten den mal. Zack, das ist das Programm. Das Programm läuft so, dass diese kleinen Roboter, die sind immer so, dass sie nur einmal durchlaufen für eine Sekunde. Das heißt, sie machen eine Sache. Damit das einigermaßen funktioniert, das kann man irgendwie völlig kompliziert machen und dafür braucht man eine State Machine. State Machine hatten wir noch nicht. Dafür braucht man in Java, nicht in Java, in Lua, die Coroutine. Das ist am elegantesten. Ich muss dafür die Coroutinen vorher freischalten. Die muss ich aus dem Globalen rausholen, weil die hier irgendwie, normalerweise muss man es nicht machen. Aber in diesem Fall sind sie deaktiv und deswegen muss man das irgendwie machen, damit man sie aktiv holt. Und Yield ist die Funktion, mit der wir sozusagen immer wieder zurückspringen. So, dafür gibt es eine kleine Routine, die heißt Wrap und die habe ich dafür benutzt. Das heißt, ich sage, dass ich bestimmte Sachen mache und dann Yield, das heißt, dann springt er raus aus dieser Routine, wird dann beim, das sage ich einmal am Anfang, praktisch eine Setup-Routine. I ist noch nicht gesetzt, dann setze ich hier I. Und danach irgendwie, dann setze ich den ganzen Kram auf, das ist meine eigene Routine. Und danach wird jedes Mal nur hier diese Funktion einmal kurz aufgerufen. Und am Ende, wenn num, also wenn die ausläuft und num nil ist, dann sagt er self-remove. Und zwischendurch gucken wir uns mal einfach an, was der macht. Ich starte ihn einfach mal, der taucht auf. Dreht sich nach rechts und fängt an, jetzt gucken, ist das reif oder ist es nicht reif. Wenn es reif ist, dann erntet er das ab. Wenn er Saat hat, macht er an derselben Stelle dieselbe Saat, die er aufgezeichnet hat, die er vorher hatte. Und ja, das sieht irgendwie schon alles sehr schön aus. Man kann es auch hören, wie er hier arbeitet. Wenn er eine Sache hat, die nicht reif ist, wie dieses hier, dann lässt er das stehen und ignoriert das. Das heißt, dass er erntet wirklich nur die reifen Sachen ab. Das ist eine einzige Routine, die praktisch beide Felder abholzt. Das läuft eigentlich immer auf dasselbe hinaus. Er geht bis ans Ende, geht dann an den nächsten Reihenanfang und läuft weiter. Das sind zwei Felder. Zwischen den beiden Feldern muss er den Graben überspringen. Das habe ich dann irgendwie gleich. Da gibt es praktisch eine kleine Spezialroutine. Hier lässt er wieder was stehen. So, das ist nicht gut, um wie nicht reife Sachen abzuernten. Das weiß man dann. Und deswegen habe ich ihm das beigebracht, dass er das nicht tut. So, hier springt er raus. Geht zur Seite. Also springt den Graben mit dem Wasser. Und jetzt fängt er an, Baumwolle zu ernten. Und da, wo er das abgeerntet hat, pflanzt er auch gleich neu.
soweit solange er Saat hat. Er hatte am Anfang, ich glaube, 5 Saat von allem zusätzlich, also die er schon im Inventar hatte. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und jetzt, wir gucken mal zwischendurch rein, wie denn die, wie das denn aussieht. Geht das? Ja, das kann man hier sagen, da kann man sich Storage. Da sieht man jetzt, dass er sich hier ordentlich schon sammelt. Und er hat jetzt schon einiges an Saat gesammelt. Und einiges an Baumwolle, das war vorher leer. Und jetzt geht er da durch, geht er da durch. Ja, und das ist ein kleiner Roboter, so eine kleine turtelmäßige Maschine, die auf dem Server funktioniert. Und wenn er damit fertig ist, wir verfolgen ihn jetzt mal. Er macht jedes Mal, wenn er was hat, was er ernten kann, macht so ein kleines Geräusch. Ja, ist ganz niedlich. So, wenn er damit fertig ist, dann geht er an diese Position, stellt fest, dass er fertig ist, dreht sich um, geht zurück und jetzt fängt er an, sein Inventar zu checken, was er davon abgeben kann. Wenn das alles abgegeben ist, was er im Inventar hat, dann guckt er, ob er von jeder Pflanze 5 Saatkörner irgendwie wieder rausnehmen kann. Und dann sollte er zurückgehen auf seinen Ausgangspunkt und die ursprüngliche Position einnehmen und sich beenden. Ups, genau so ist es gelaufen. Jetzt gucken wir mal, ob er wirklich geerntet hat. Gucken wir rein. Ja, er hat geerntet. Er hat 10 Samen für Cotton dagelassen, 10 Weizen. Hat mir irgendwie über 100 Ehren gegeben und über 100 Baumwolle, aus dem man Bücher machen kann oder Betten oder was weiß ich, was man dann irgendwie haben will. Jetzt gucken wir mal, was er in seinem eigenen Inventar behalten hat. 5 von dem einen und 5 von dem anderen hat er behalten, damit er das nächste Mal, wenn er losläuft, irgendwie nicht, also praktisch, wenn er dann leere Punkte hat, dann kann er die dann machen. Gehen wir noch kurz das Programm durch. Das ist die eigentliche Farmroutine. Er guckt vorwärts, ob was dafür in Not ist. Wenn das ein Not aus Ripe ist, also praktisch die wachsen, und wenn es im achten Zustand ist, von Cotton oder Weizen ist, dann erntet er das und passt die entsprechende Saat, die er geerntet hat, aus. Ansonsten, wenn es einfach nur Luft ist, dann guckt er, in welchem Feld er ist. FLD habe ich das genannt, damit rufe ich das hier aus. Und packt die entsprechende Saat, die beiden Felder sind irgendwie 1 und 2. So. Und ja, das hier ist der Setup. Bob der Farmer habe ich ihn genannt. Das ist das Erste, was er macht. Er setzt den Namen. Hier macht er die Foucault-Routine. Hier geht er praktisch also für beide Felder, also für die Anzahl der Felder 1 bis 2, tue jeweils die Anzahl der Lines, das sind 3 Lines pro Feld, und die Anzahl der Felder sind 27. Farme diese Geschichte und jedes Mal, wenn er, also das erste Mal muss er in Position kommen, vorwärts, das ist praktisch aus der Startposition vorwärts, dann dreht er nach rechts und macht ein Yield. Das heißt, Yield irgendwie stoppt, um geht dem Server Zeit zu geben, das zu verarbeiten, was er gemacht hat, damit er nicht irgendwie kriegt. Das muss ja alles in Echtzeit laufen. So, dann haben wir ihn. Lassen wir ihn hier durchlaufen. Am Ende jeder Reihe, also hier lassen wir die Reihe, lassen wir durchernten. Am Ende dieser Reihe springt er aus der Reihe raus, geht nach links oder nach rechts, entsprechend, ob er an einer geraden oder ungeraden Reihe ist, auf dem Feld, irgendwie auf dem nächsten Feld ist es irgendwas anders. Das muss man irgendwie gucken. Dreht sich zweimal nach links, also 180 Grad Turn, und fängt wieder an von vorne. Jo, das ist eigentlich alles. Und am Schluss ist praktisch diese Inventargeschichte. Das habe ich ein bisschen. Also ich lasse das einfach einen Augenblick stehen. Ihr könnt euch das dann ja irgendwie noch was abschreiben oder so. Und das ist eigentlich alles. Und das Ding funktioniert hervorragend. Das muss man natürlich dann anpassen auf die entsprechenden eigenen Felder und wo man die Dinge hinpackt. Und das sind eigentlich auch schon wieder 10 Minuten. Und das reicht eigentlich für das Erklären, wie so ein automatischer Farmbot in Mindtest funktioniert. Oh, ich hoffe, ihr hattet Spaß.